Wir haben uns heute hier zusammengeführt, um über Malte und die widerwärtige Tat am Samstag zu sprechen. Hi, danke, dass ich hier was sagen darf für Livas, den Verein für Flinter. Letzten Samstag auf dem Ständefest, da haben wir, wie so viele Vereine, alle Vereine auch einen Stand gehabt und irgendwann kam Malte zu unserem Stand und hat total freudig erzählt von seiner Entwicklung in den letzten Jahren, das, was Felix vorhin schon auch erzählt hat. Und Lüdi hier war total stolz, weil sie ihn noch von früher kannte. Und ja, was aus ihm geworden war, im wahrsten Sinne des Wortes, das war einfach so toll. Ja, und ein paar Stunden später ist dann das passiert, was passiert ist. Und ein paar Tage später stehe ich hier und soll stellvertretend für unseren Verein und für alle Flinter in und unserem Verein was sagen, was ausdrücken, unsere Wut und unsere Trauer. Und das kriege ich so nicht hin und deswegen habe ich mir zum Glück was aufgeschrieben. Juna hat es gerade schon gesagt, Flinter, das ist ein Begriff, der ist relativ neu und der ist unbekannt bei vielen noch und deswegen müssen wir es immer wiederholen. Frauen, Lesben, Inter, Nonbinäre, Trans- und ageschlechtliche Personen, die lesbisch, bisexuell oder pansexuell liegen, das alles ist Flinter. Flinter ist der Versuch, die unterschiedlichen Personengruppen zu einer Gruppe zusammenzuführen, alle Interessen dieser verschiedenen Personengruppen. Und das funktioniert bei uns im Verein ziemlich gut und ich bin verdammt stolz darauf. Flinter ist aber noch viel mehr als eine Aneinanderreihung von verschiedenen Buchstaben. Flinter ist ein Wort. Ich bin eine Flinter, Juna ist eine Flinter, wir sind Flinter. Und das ist das Wichtige daran. Was mit Malte passiert ist, das wissen wir alle aus der Community, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und unterhalb dieser Spitze, da geht schon seit vielen Jahren der heftigste Hass ab. Und er wird immer mehr. Viele von euch, viele von uns erleben das vielleicht selbst, wie dieser Hass immer mehr wird. Und er wird wie jeder Hass zuallererst im Netz ausgeschüttet. Rechte, Transfeinde, radikale Abtreibungsgegnerinnen, Corona-Leugner und sogenannte radikale Feministinnen, die es ablehnen, Transfrauen als Frauen anzuerkennen, die alle überschütten uns mit Hass und immer mehr. Die ganze queere Community und ganz besonders in unserer queeren Community alle Transmenschen. Und es kotzt mich an. Und wir wissen alle, was nach dem Hass im Netz kommt. Nach dem Hass im Netz kommt der Hass auf die Straße. Und dann wird er Gewalt und dann wird er zu Gewalttaten. Und alle Datenerhebungen unterschiedlichster Einrichtungen sprechen dafür, dass jeden Tag die Zahl der Tweets, der Posts, der Beiträge, der Nachrichten exponentiell in die Höhe geht, wo LGBTQI-Personen verunglimpft werden als Kinderschänder, als Pädophile, als Schmutz, als sonst was. Es ist nicht zum Aushalten. Es wird immer mehr. Und dazu werden wir, ich vermute mal von anderen auch noch, viel mehr hören können, als ich es hier rüberbringen kann. Mir ist nur eine Sache total wichtig, die mir heute auch nochmal aufgefallen ist in der Berichterstattung. Wenn wir fragen, warum? Warum der ganze Hass? Warum die Gewalt gegen Queers? Dann überwiegt auch in der Community
eine nach meiner Meinung ziemlich irreführende Begründung. Häufig wird in den Medien wiedergegeben, dass die queerfeindlichen Gewalttaten zunehmen, weil es auch eine größere Sichtbarkeit von queeren Menschen und insbesondere von Transmenschen gäbe. Und diese Erklärung ist nach meiner Meinung genauso dumm wie die Aussage, jemand sei Opfer einer zum Beispiel antisemitischen Gewalt, weil die Person Jude sei. Das ist falsch. Richtig ist, eine antisemitische Gewalttat geschieht, weil jemand Antisemitin ist. Genauso wie eine rassistische Gewalttat geschieht, weil jemand Rassist ist. Genauso wie eine queerfeindliche Gewalttat stattfindet, weil jemand randvoll ist mit queerfeindlichem Hass und nicht weiß, wohin damit. Nicht wir sind das Problem. Nicht wir, die queere Community, sind das Problem, sondern die heteronormative Dominanzgesellschaft, die dieses Problem nicht in den Griff bekommt, dass immer mehr Hass und Gewalt sich da verbreiten kann. Wir aus der queeren Community, so unterschiedlich und so toll unterschiedlich, wie wir sind. Wir brauchen Schutz. Und wir wissen, wir werden den nicht so schnell kriegen von woanders. Wir müssen ihn uns gegenseitig geben. Wir müssen für unseren Schutz sorgen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es so Vereine gibt wie unseren und viele andere Vereine, aber auch andere Projekte, Gruppen und was noch immer. Und ich befürchte, wir werden noch viel mehr Schutz brauchen in Zukunft, weil dieser Hass nimmt weiter zu. Und wir müssen etwas dagegen tun. Und wenn ich heute diese Kundgebung sehe, dann bin ich hoffnungsvoll, dass wir das können, uns schützen und gleichzeitig sichtbar und braut zu sein und gleichzeitig dem Hass keinen Millimeter Platz zu geben. Applaus